Hi, in dieser Woche wird es sehr theoretisch. Sehr in Klammern, denn natürlich haben wir dieses Thema, die Kultur der Digitalität, schon vorbereitet. Aber wir werden uns dieses Mal oder diese Woche ganz speziell einen Text von Felix Stalder himself anschauen. Nicht das ganze Buch, das er geschrieben hat, das ihr natürlich im Begleitmaterial auch verlinkt findet, aber eine, wenn man so möchte, kurze Zusammenfassung dessen, aber eben auch geschrieben von Felix Stalder selbst. Felix Stalder selbst ist Kulturhistoriker, also gar kein Bildungswissenschaftler oder Pädagoge, wenn man so möchte, aber nichtsdestotrotz ist sein Konzept dieser Kultur der Digitalität im Bildungsbereich, wie ich finde, hochgradig anschlussfähig, weshalb es in diesem Seminar eben eine so zentrale Rolle spielt. Und ich hatte letzte Woche schon erwähnt, dass seine Kultur der Digitalität im Grunde auf diesen Grundpfeiler der Referenzialität, der Algorithmizität und der Gemeinschaftlichkeit aufbaut. Und genau diese drei Dinge und die Folgen, die vielleicht daraus erwachsen können für eine Gesellschaft, die breitet er eben in diesem Text, den ich euch bereitgestellt habe, aus. Und wenn euch das interessiert und ihr das nochmal in ausführlicher zu euch nehmen wollt, dann empfehle ich wirklich, wirklich wärmstens, dass ihr euch das ganze Buch von Felix Stalder besorgt und das lest. Ich finde, er zeigt darin insbesondere zwei mögliche Optionen auf, in die sich die Gesellschaft entwickeln könnte oder welche Folgen das haben könnte. Und man könnte, wenn man das bewertet, eine dieser beiden Optionen als Utopie bezeichnen und die andere als Dystopie. Aber das überlasse ich euch, beziehungsweise unsere Diskussion in der nächsten Woche. Und diese Kultur der Digitalität, die Felix Stalder postuliert, basiert im Grunde auf diesen drei Merkmalen der Gemeinschaftlichkeit, der Referenzialität und der Algorithmizität. Und wenn man das an Beispiel von Memes zum Beispiel darstellen möchte, dann kann man sagen, dass die Gemeinschaftlichkeit eben ausmacht, dass ein Meme entsteht, wenn viele Menschen eine bestimmte Idee überzeugend finden und dieses natürlich teilen. Ja? Das heißt, diese Kultur der Digitalität basiert auf diesen Gemeinschaften, die eben ein gemeinsames Wissen oder eine gemeinsame Wertvorstellung teilen. Die Referenzialität meint, dass Memes, also insbesondere diese Bildchen im Internet, natürlich immer auf bekannte Bilder oder Filme oder andere kulturelle Phänomene verweisen. Ja, also genau das, was wir in der Wissenschaft machen. Wir nennen irgendwo eine Quelle oder beziehen Material von dritter Stelle ein. Und anders als in der Wissenschaft, wo das wirklich immer sehr explizit gefordert ist, kann das natürlich bei Memes auch sehr implizit stattfinden, ja? Dass man eben nur im übertragenen Sinne eine Referenz hat. Aber es ist trotzdem einer der drei Grundpfeiler dieser Kultur der Digitalität, dass nämlich über diese Verlinkungen genau diese Kultur entsteht. Und das dritte Merkmal ist eben die Algorithmizität. Also, dass ich, wenn ich solche Memes produziere und sie teile, dass mich dabei natürlich Programme unterstützen und dass auch über, gerade wenn wir über die sozialen Medien sprechen, Algorithmen daran beteiligt sind, die in Timelines von anderen NutzerInnen zu spülen, sodass über bestimmte Mechanismen, die eben algorithmisiert gesteuert sind, hier diese Dinge ausgespielt und verteilt werden, sodass ich ohne diese maschinelle Unterstützung gar keine Möglichkeit hätte, die Gesamtheit des Internets irgendwie noch zu erfassen, ja, sondern Maschinen sortieren für mich vor und bereiten mir das in meinem Newsfeed, in welcher App auch immer, auf. Und damit haben wir genau diese drei Merkmale dieser Kultur der Digitalität erfasst. Gemeinschaftlichkeit, Referenzialität und Algorithmizität. Immer mehr Menschen haben auf diesem Planeten durch die zunehmende Digitalisierung, wenn man sie denn als Prozess beschreiben möchte, die Möglichkeit, an diesen, an diesen Prozessen zu partizipieren. Und unser Handeln ist einfach immer stärker mit der Technologie verbunden. Ja? Und genau das beschreibt diese Kultur der Digitalität. Und darüber werden wir in der nächsten Sitzung auf jeden Fall nochmal im Detail sprechen. Und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.